Hallo. Weißt du und das Pferd, von dem du herkamst? Mhm. Wo ist sie hin? Nach rechts. Thomas. Natürlich. Was? Thomas. What? Ich dachte, er hat den Tod abgewehrt. Das war jetzt aber nicht dachte ich jetzt auch. Kann der da unten auch mal aufhören? Das ist voll kacke. Wo ist denn jetzt der Typ hin? Den der ist noch da hinten bei den anderen. Der ist bei den anderen dreien. Da steht aber ganz gut. Nein, da ist ein Zwergentrio rum, ey. Da hau ich gleich rein. Dann du kannst du ja die Ischi schon mal um Ischbell. Ach, für Thomas. Keiner schlägt ungefragt, ungeschont unseren Thomas. Aber unser Thomas schlägt alle. Na, alle schlagen Thomas. Und dann macht Thomas den Slap. Gut. Kann hier kein Redeverbot geben, ne? Nee. Schade. Na gut. Will denn? Alles auf Friedhof, also Friedhof ist echt in der Grube. Ja. Werd das nicht überleben, glaube ich. Doch. Oh, Mann. Nice. Aua. Ich hab mich mal nach oben geportet. Auch nicht. Weil ich und der Kleine können ja die Plätze tauschen. Ich meine, das ist jetzt keine wirkliche Verbesserung meiner Situation. Was? Ich stehe immer noch in Flammen. Ach so, deswegen. Achso, mehr kann ich nicht machen. Gut. Alter, die tun aber auch weh. Du kannst jetzt richtig schön reinlasern, oder? Oh ja. Oh yes. Jetzt habe ich eine Flammenhaut. Oh, oh, oh. Bin immer noch blind. Finde ich uncool. Mach was draus. Schon mit der Level gesehen. Das Gebiet hier gefällt mir, muss ich sagen. Feuer mehr, oder? Oh ja. Alles brennt. Also ich fand's schön, als ich unten in der Giftlache lag. Aber wird denn da irgendjemand angezündet? Oh, Bande der Pein. Ich halte das aus. Hältst das aus? Mhm. Natürlich. Du hältst das aus? Mhm. Ja, okay. Dann ist ja gut. Aua. Aber ich halte das aus. Gib ihm. Wieso? Hä? Wieso bin ich nicht in ihrem Rücken? Weil du neben ihr stehst. Ach, ich dachte, ach, die Stufen sehen doch schön aus. Du stehst völlig neben ihr. Bin ermutigt, Nekro feuert, verflucht, verstärkt und vergiftet. Tolle Kombination. Habt ihr jetzt auch angebandet? Ja. Oh. Aber. Ja, wobei, Feuer ist gut.
macht mir nicht so viel. Ist sie tot? Nee. Wen haben wir denn hier? Okay. Rachos Blutwurst. Ich mal erstmal Schilde hoch. Hä? Hat er den nicht getroffen? Daneben geklickt? Ernsthaft? Scheiße. Was macht der da unten? Hoffentlich sterben. Ich hab da Leben gekriegt. Du brauchst Leben, Friedhof. Leben. Hast du noch einen Riesentrank oder sowas? Oder bist du verwesend? Nee. Ja, nice. Sehr gut. Was? Autsch. Ja, so viel zu meiner ganzen Heilung. Naja, sonst wärst du tot gewesen. Wie Leben hat sie denn noch? Oh. Einiges. Aua. Was sollten wir denn da, Julian? Weiß ich nicht, hau drauf. Keine Ahnung. Ja? Ja, bringt ja nichts. Die zu schonen ist ja auch blöd. Wollte gerade sagen, gib ihm. Ich könnte Thomas auch wieder bringen. Aber du holst Thomas wieder. Ist das gerade sinnvoll? Ist Thomas sinnvoll? Weiß ich nicht. An Betracht der Tatsache, dass du derjenige bist, der die meisten Lebenspunkte hat, ist es vielleicht nicht dumm. Ja. Also schön weit weg. Ich hab noch eine Schriftrolle. Ja, ich habe noch ein paar. Unten ins Feuer ist gut. Ja, finde ich auch. Schön zum Todesnebel. Ich wollte gerade sagen. So, kannst du noch Schaden machen? Ja, natürlich nicht. Doch. Macht mir das eigentlich Schaden? Natürlich macht ihr das Schaden. Warum eigentlich? Ich habe doch Flammenhaut. Ja, aber ja, du kriegst den Schaden und dadurch kriegst du Schaden. Achso. What? Ich habe auch keine 200% Feuerresistenz. Oh, deine Schnecke könnte ich ja auch heilen, oder? Womit? Indem sie dich anfeuert. Go, go, go. Oder wird das denn nicht getriggert, weil du verwesend bist? Das weiß ich nicht. Wo ist Frithjof? Hinter dir. Hinter mir. Hinter mir? Direkt hinter dir. Ach da. Ah, okay. Gut, das ist okay. Sind hier noch irgendwelche Leute? Ach, da oben. Okay.
Die, die und... Da ist noch eine. Würde ich dich treffen? Nein. Dann machen wir es doch so. Nee, ich glaube, ich habe mir damit mehr Schaden gemacht. Ja, glaube ich auch. Na, ich habe halt auch keine 200% Leben, das ist das Problem. Ich kann mich aber auch gerade nicht heilen. Scheiße. Sonne, bist du verwesen? Ja. Das ist doof. Das ist echt doof. Das ist mega doof. Wir haben auch von den Kleinen noch nicht einen draußen. Wo sind denn die alle? Da unten ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ja gut, ich glaube, ich hau auf den vor mir drauf. Ja. Ich könnte verschwinden erstmal. Ich könnte mich da ein bisschen wegbewegen. Oh, ja, das kannst du natürlich auch machen. Ich habe noch Flügel. Oh, der Zauber ist immer noch auf mir. Hat er gerade Schilde hochgemacht da unten? Alter, ist er wieder fett. Kommt mir panisch vor. Das war der Sinn der Sache. Ja, scheiße. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir das schaffen. Ach. Schon Schlimmeres geschafft. Ja, es wird schon. Thomas noch was zu trinken. Ah, natürlich nicht. Weißt du, Julian, die sind in etwa genauso im Eimer wie wir. Also die Lebensleisten sehen alle noch relativ voll aus, wollte ich nur so sagen. Aber die haben nicht mehr viel Rüstung, von daher wird sich das schnell ändern. Oh, Friedhof, du bist nicht mehr verwiesen, ne? Doch, bist du immer noch. Nee, der Kleine ist verwiesen. Ach, der Kleine. Okay. Der Kleine. Oh, du bist Millimeter zu weit weg, das kann man nicht wahr sein. Was willst du machen? Erste Hilfe. So. Kannst du dich lieber auf dich selbst machen? Oder? Ja. Ja. Rette dich selbst. Scheiß auf mich. Jeder ist sich selbst der Nächste. Oh, ach ja. Ich wollte gerade sagen, wolltest du Julian jetzt umbringen? Ja. Aber ich bin gleich tot. Lange hält die Scheiße an wieder. Eine Runde. Oh. Ja. Das hat den Kopf widerstanden und jetzt so tot. Ja. Alter, der hat aber geklatscht. Da hat er sich auch gedacht, oh, das hat er jetzt aber verdient. Das war meine Quelle, du Arschloch. Sieht so geil aus, wie die Ishii da in der Mitte steht. Das eine Ding geht zu Julian, das andere geht zu Marco. Ja, ich krieg mega Schaden, aber ich bin eh fast tot. Keine Ahnung, sonst bin ich tot.
sonst hole ich dich gleich wieder. Ja, eigentlich könnte ich dann aber auch zu ihr reinspringen. Ich explodiert doch, wenn ich tot bin. Ja? Hast du es nicht verlernt? Hab ich das wieder verlernt? Ich meine ja. Guck mal eben nach, weil das ist dann ja schon noch interessant. Dämon bei den instabil, oder? Wenn du stirbst, lässt du. Ja. Ja. Hast du noch? Ja, klar. Dann darf ich ja keinen Schaden an ihr machen jetzt. Ja, musst du den anderen, der daneben steht, niederknüppeln. Ich sagen, Boxen. Ja. Das ist so geil, dass der eine Typ da unten in dieser Grube steht. Hauptsache, du kriegst keinen Schaden dadurch, weil dadurch kriegt sie Schaden, dadurch krieg ich Schaden. Wann komm ich denn wieder dran? Dann, okay. Ah, gut. Die beiden da unten machen auch so ein Fightout. Hey, ich hab den Tod abgewehrt. Juhu! Nice. Ist hier irgendwo oben jemand? Da. Ich sehe hier den echt nicht. Der liegt den Knüppel weg. Hier in diesem Feuer echt niemand. Ja, musst du Zirkumflex nochmal drücken. Ja, es sind auch nur Rot auf Rot. So. Die stehen da unten wirklich und fighten so one-on-one. Komm ich da hin? Ja. Aber ich muss versuchen, nicht durchs Feuer zu gehen, ne? Könnte sinnvoll sein. Scheiße, ich muss durchs Feuer gehen, um zu ihr zu kommen. Ja, dann lass es doch geh doch durchs Feuer. So. Wenn sie will, kann sie mich jetzt töten. Ich bin bereit. Sehr gut. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Ja, hau mich doch. Oh, das ist ja, wieder. Ja, lieben am Rande. Ist jetzt natürlich richtig kacke. Ist egal, es ist mir so egal, Marco. Oh, jetzt die Bande weg. Oh. Toll. Dann ist es mir noch egaler. Wir müssen ja auf jeden Fall erstmal sie killen, oder? Ja, glaube ich auch. Die zwei, die da oben sind, die kriege ich wohl mit der Schnecke zusammen tot. Und den anderen drei sind hier oben. Kleiner da mit weg. Ja, der eine da, der zählt nicht. Kriegen wir auch noch tot. Oh, Marco, das wird gut. Oh ja. Schmeiß ich nochmal Adrenalin ein. Mal eine kleine LSD-Pille. Zack. Und kriegst du noch einen? Oh, yes. Nein! Nein! Ja, aber ach ja, stimmt. Ich sagen, das ist doch so gerade sowieso. Ja, gut, ja, stimmt. Entschuldigung. Aber ja. Okay, meine ist sie tot. Wie lange hält das jetzt bei ihr da, oder? Das Widerstand ist meistens so drei Runden. Drei Runden kann sie jetzt nicht unter ja, jetzt noch gehen. Zwei Runden. Oh. Weiß nicht. Oh, fuck. Oh. Hat er euch beide umgebracht? Ja, irgendwie schon. Das ist also eine Kack-Kombi gerade, Jungs. Also ich war das nicht. Nee, du hast dich nicht umgebracht, das ist schon klar. Entschuldigung, Marco. Hä? Ich bin explodiert. Ach so!
Ach, deswegen bin ich gestorben. Ich dachte, er hat so einen Flächenangriff gemacht. Nein, der hat mir nur auf den Kopf gehauen und ich bin explodiert. Oh, Julian, oh Mann, ey. Ja, Julian, dann hol mal Thomas. Hol mal Thomas, sagt er. Ach ja. Ach ja. Scheiße. Liegt Thomas bei euch auch da so gechillt rum? Ja, der hängt da. Hängt sich nur so. Der liegt da so rum und schläft. Ich könnte auch Marco wiederholen. Lieber Thomas oder lieber Marco? Nee, egal. Ja, ist mir auch egal. Thomas liegt da noch eine Runde. I forgot what I wanted, Toto. La cucaracha, la cucaracha. I was gonna clean my room. Because I got her. And then I got her. Dann kam der Todesnebel. Because I got her. I was gonna get up and find the broom. Because I got her. Okay, Marco, du musst dich heilen. I found this brief. Okay. Ich würde sagen, du musst dich heilen. Ja, ich glaube auch. Oh, große Heiltrank trinken. Tja. Gifttränke sind nicht so mächtig. Musst du auf den Boden kotzen. Ich will dir gleich eine Granate ins Gesicht werfen. Wenn ich nur lebe. Ich könnte mich auch schleichen. Schleich dich. Ich könnte mich auch schleichen. Aber immerhin kann die Ishii gerade nicht viel machen, weil sie verstummt ist. Wahrer. Und sie hat sich geheilt. Ja, aber das ist nur von ihrem Stab. Sie kann jetzt keine Zauber anwenden. Na gut. Ich meine, jetzt ist sie wieder entstummt, aber... Kommt schon. What are you trying? I don't know. I'm trying to sneak. Follow my lead and sneak around. Be careful not to make a sound. Ja, sie widersteht ja noch dem Tod, also würde ich sagen, musst du den anderen auseinandernehmen. Jawohl. Wieso kann ich das nicht machen? No. Oh, mir fehlt ein Quellmagie-Punkt. Wieso fehlt mir ein Quellmagie-Punkt? Hat mir den einer abgezapft oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich einer dieser gierigen Fleischhauer. Oh, und jetzt hat er das gemacht und jetzt steht er da und wird sterben. Oh nein, ich hatte doch geplant, ihn zu assassinieren. Aha. Natürlich ärgerlich. Na gut. Na, wenigstens Atrophie. Oh, oh, mir geht's gar nicht so gut. Ah. Das sind Skelette, die kannst du damit nicht täuschen. Wo will die denn hin? Auf mich? Nee. Was? Bin ich sicher schon gegenseitig? Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden. Oh fuck. Das war's mit Julian. Oh. Oh ja. Oh, der Kampf ist vorbei. Hier gibt's nichts zu sehen. Sind wir alle tot? Ja. Außer Marco. Warum ist das Spiel... Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das Spiel nicht vorbei, weil Marco da noch drin rumläuft. Soll ich das Spiel nochmal speichern? Nein. Oh. Warum nicht? Marco könnte uns alle heimlich wieder aufdecken und... Ja, und dann müssen wir den ganzen Kampf auch mal machen. Ja, wir müssen ihn echt nochmal von vorne machen, weil sie ist wieder voll. Haben wir irgendjemanden getötet von den Gegnern? Ja, zwei.
glaube ich. Nee, einen. Wir haben einen einzigen Tod gekriegt. Wow. Echt? Also echt? Ich glaube, da können wir jetzt fast laden. Wo hast du gespeichert? Habe ich gespeichert? Nein. Das ist, glaube ich, ein Autosave. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal gucken, was Laden so sagt. Ja, das ist, hat gespeichert unten in der Suppe. Unten in der Suppe? Echt, wir waren so kacke. Wir waren richtig kacke. Also weiß ich nicht. Wir haben glaube ich, nicht richtig fokussiert hier. Ich glaube, wir müssen uns alle auf einen konzentrieren. Ja. Vielleicht haben wir uns auch zu viel auf die Kleinen konzentriert. Oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Ich gehe mit der Annahme zu wenig aus. Also erst die Kleinen und Ilsbell ganz zum Schluss, oder? Ja, wenn irgend möglich, würde ich sagen. Ja, geil. Dann laden wir mal den ganzen Kram neu.